von der Kontur her sieht das eher wie ein Karpfen aus, muss ich sagen. Aber der Fisch hat keine Lust, der ist auch kein Raubfisch. Oh, da ist ein Fisch, siehst du? Das heißt, dieser Fisch ist da. Der sieht sogar sehr interessant aus, muss ich sagen. Jetzt kommen wir auch drauf gefahren. Hoffen wir mal, dass er reagiert, der Fisch. Nicht so aus. Bisschen ärgern. Ist unter Wasser. Kann man trotzdem, das sieht so aus, als ob da vielleicht irgendwas drauf steht. Könnte auch täuschen. Oh, Mist. Zu tief. Da ist der Hacke. Sieht aus, ob da ein Fisch draufsteht, aber keine Regung. Na gut. Nicht schlimm. So schlecht aus. Komm, jetzt aufrichten. Komm schon. Ah, der kommt, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ey, der beißt gleich. Interessiert sich aber, siehst du das? Kommt immer mal wieder ran. Kein Riesenfisch, aber so
zwischen 60 und 70 hat er. Hier ist nur ganz, ganz minimal zu sehen über den Fisch, weil der Winkel gerade nicht passt. Jetzt ist er wieder im toten Winkel, da kommt er jetzt wieder langsam. Jetzt hat er, jetzt sind wir auf jeden Fall nah dran. Jetzt muss er die Fährte aufgenommen haben. Aber sehen, passiert er sich wohl nicht. Oder so vom Verhalten. Das ist halt gut in die Schublade, muss ich sagen. Jetzt müsste uns der Wind auf ihn drauf bringen. Der Fisch, den wir nicht fangen wollen, aber der zeigt sich natürlich immer wieder zu auf. Wenn es eine Methode geben würde, auf Karpfen vertikal zu angeln, das würde, glaube ich, neue Mode werden. Du hast es so schön, nur die schlausten Fische überleben. Ich glaube, hier in dem Gewässer sind alle schlau. Oh, Köderfischschwärme. Auch interessant.
Fisch ist drinnen. Ja. Da muss ein größerer Fisch jetzt im Mittelwasser kommen.